Das Institut für Europäische Wirtschaftsforschung, das ZEW, hat heute den aktuellen Konjunkturindex veröffentlicht. Die dort gemessenen Erwartungen sind zum dritten Mal in Folge gestiegen. Wie es zu dem Optimismus kommt, dazu Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung gemessenen Konjunkturerwartungen geben ja die Prognosen der Expertinnen und Experten am Finanzmarkt wieder. Und an den Finanzmärkten ist man eben optimistisch, dass die Maßnahmen der Notenbank, sprich die anziehenden Zinsen, dafür sorgen, die Inflationsrate über kurz oder lang in Zaum zu bekommen. Das Ganze hat sich am Morgen schon tendenziell bestätigt. Es gab die zweite Prognose, die Bestätigung des Statistischen Bundesamtes der Inflationsrate für den Monat November. Und tatsächlich ist diese Teuerungsrate von 10,4% im Oktober auf 10,0% im November zurückgegangen. Das bedeutet immer noch, die Inflation ist rekordhoch. Sie ist so hoch, wie man sie seit den 1950er Jahren nicht mehr gesehen hat. Aber letztendlich macht man dann hier an den Finanzmärkten doch eher diese Entwicklung als Trend fest und rechnet damit, dass die Inflationsrate weiter zurückgehen könnte. Nach wie vor ist es aber so, dass den Verbraucherinnen und Verbrauchern die stark gestiegenen Lebensmittelpreise, aber auch die hohen Energiepreise sehr stark zu schaffen machen. Das kostet Kaufkraft und kostet dann eben auch Kraft, die normalerweise für den Konsum ausgegeben werden könnte. Also so richtig in Grün kann man die Konjunkturerwartungen noch nicht malen. Weitere Hinweise, wie sich die Inflation entwickelt und wie sich dann auch die Zinsen weiterentwickeln könnten, gibt es am Nachmittag. Dann kommen neue Inflationsdaten aus den USA. Grippeviren, Coronaviren, Erkältungsviren. Zurzeit sind ungewöhnlich viele Menschen krank und können nicht zur Arbeit. In einigen Branchen, die ohnehin schon unter Personalmangel leiden, kommt nun auch noch ein hoher Krankenstand hinzu. Verbände von Kliniken und Kitas schlagen Alarm. Und auch die Verkehrsunternehmen haben Probleme, den Betrieb am Laufen zu halten. Heute Morgen Hektik an der S-Bahn-Station Berlin-Lichterfelde. Die Menschen wollen zur Arbeit. Eigentlich sollte in 5 Minuten die S-Bahn fahren. Doch heute fällt sie aus, wegen des hohen Krankenstandes. Wir sind ja gerade hierher gehetzt, habe ich gesehen. Ja. Warum? Ja, weil ich die Bahn noch bekommen wollte, die um 18 fährt. Ja. Aber die gibt's gar nicht. Ja, genau. Das stört sie nicht? Ja, stört mich schon, klar. Aber was soll ich jetzt machen? Felix ist auf dem Weg zur Arbeit nach Berlin-Mitte. 2 S-Bahn-Linien wurden in Berlin ganz gestrichen. Unter anderem diese hier in Lichterfelde. Sie bringt normalerweise die Pendler in die Innenstadt. Die Begründung der S-Bahn? Zu viele Erkrankungen beim Personal. Für Felix und viele andere Pendler ein Problem. Wie lange brauchen Sie dann Tür zu Tür? 35 Minuten. Wenn es gut läuft. Wenn es gut läuft, 35, heute eher 45. Heißt auch, länger warten bei minus 2 Grad. Auch Raoul will zur Arbeit nach Mitte und muss erstmals warten. Sie haben ja gesehen, dass ich ja hier um 20:30 da war. Der 38 sollte fahren, der ist auch ausgefallen. Ne? Den 48 ist der jetzt kommt und dann der 58 fällt jetzt auch schon wieder aus. Und dann so geht's halt den ganzen Tag. Nicht nur im Berliner Nahverkehr kommt es zu Ausfällen. Bundesweit sind Teile der kritischen Infrastruktur derzeit eingeschränkt. Der hohe Krankenstand trifft auf eine angespannte Personaldecke. Auch andere Verkehrsbetriebe wie in München und Hamburg haben ihr Angebot ausgedünnt. Zudem ist das medizinische Personal betroffen. In Kliniken und Hausarztpraxen sei die Situation sehr intensiv, heißt es vom Deutschen Hausärzteverband. Planbare Operationen werden abgesagt. Einige Kliniken nehmen nur noch Notfälle auf. Bundesweit schlägt auch der Rettungsdienst Alarm. Auf den bestehenden Personalmangel trifft nun die Krankheitswelle und führe zu einem andauernden Ausnahmezustand. In Kitas und Schulen werden Betreuungszeiten aktuell massiv gekürzt oder es müssen ganze Einrichtungen geschlossen werden, heißt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Es gebe Häuser mit einem Krankenstand von mehr als 50%. Auch Felix merkt, dass in seinem Umfeld viele Menschen krank sind. Also im Freundeskreis, Kollegenkreis, ich schätze jetzt mal 30%, 40% sind gerade krank. Nach 15 Minuten in der Kälte kommt sie endlich, die S-Bahn. Doch die Sperrungen dauern noch mindestens eine Woche. Und die Erkältungssaison
beginnt gerade erst. Neben den hohen Energiekosten kämpfen viele Bereiche in der Wirtschaft mit einem Problem, das sich eigentlich schon länger abzeichnet. Dem Fachkräftemangel. Händeringend suchen viele, vor allem mittelständische Betriebe, etwa im Maschinenbau, nach Fachkräften. Eine Lösung kann es daher sein, die bisherigen Mitarbeiter länger arbeiten zu lassen. Am 1. Juli ist für ihn Schluss. Werner Sonnenberger spürt die Belastung, jeden Tag körperlich zu arbeiten. Er geht mit 64 Jahren und 2 Monaten in Rente, abschlagsfrei. Werner Sonnenberger hat dann 48 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt. Ich weiß nicht, ich bin also grundsätzlich gehe ich gerne arbeiten. Nur ist einfach, manchmal ist ja eben kräftemäßig nicht mehr möglich. Dann ist man auch erschöpft. Ich habe immer gerne hier gearbeitet, das ist nicht das Thema. Aber die Jahre sind voll und dann denke ich auch, es muss gut sein. Das findet auch sein Chef Stefan Riedl. Aber ersetzen muss er ihn jetzt trotzdem. Und darum muss sich der Chef schleunigst bei Werkzeuge Walter in Wuppertal kümmern. Sein Alltag? Fachkräfte suchen, binden und diese Fachkräfte dann so lange wie möglich motivieren und halten. Bei den meisten, die so langjährig hier sind, sind wir durchaus sehr traurig und haben natürlich auch Probleme, da einen neuen Mitarbeiter zu bekommen, der die Stelle besetzt. Über die aktuelle Rentendebatte ärgert sich Werner Sonnenberger sehr. Wenn die Sozialdemokraten, die einst die Rente mit 63 durchgesetzt haben, jetzt appellieren, dass Ältere möglichst lange arbeiten sollen. Ich habe mich heute Morgen schon darüber aufgeregt. Da hieß es dann, dass grundsätzlich bis 67 gearbeitet werden soll. Und finde ich schon ein bisschen heftig, wo man ja gar nicht weiß, wie lange die Lebenserwartung ist. Wer kann, der sollte länger arbeiten, so der Appell aus der Politik. Denn derzeit geht der Trend in Richtung Frührente. Werner Sonnenberger freut sich auf seine Zeit als Rentner, denn er hat lange genug gearbeitet. Es gibt Hobbys, die ich habe. Und ich habe einen großen Garten, also so einen Schrebergarten. Und da wird man die Zeit schon umbringen. Schafft man schon. Werner Sonnenberger verlässt seine Wuppertaler Firma im Sommer. Abschlagsfrei. Und mit einem guten Gefühl. Der kometenhafte Aufstieg seiner Kryptobörse FTX hat Sam Bankman-Fried mit gerade einmal 30 Jahren zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht. Einen Monat nach dem Bankrott seines Unternehmens wurde er nun auf den Bahamas festgenommen. Der Gründer der Handelsplattform für Kryptowährungen wird verdächtig, illegal Milliardenwerte seiner Nutzer in dubiose Unternehmen verschoben zu haben. In den USA laufen Ermittlungen gegen den ehemaligen FTX-Chef. Ihm droht die Auslieferung.